Die letzte Abfüllung aus der Game of Thrones Serie von Diageo ist da. Ein Mordlach mit 15 Jahren. Zum Vergleichen habe ich mir auch etwas organisiert. Und zwar eine Standardabfüllung von Mordlach, da gibt's einen 16er. Mal schauen, welcher am Ende bei mir mehr punkten kann. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Als dieser Mordlach jetzt angekündigt wurde aus der Game of Thrones Serie, muss ich ja zugeben, dass ich da nicht viel Lust drauf hatte. Aber dann fiel mir doch relativ schnell ein, Mensch, gibt's denn da nicht schon 15er? Ach ne, ist ja ein 16er. Und ihr kennt mich, da bekomme ich ja dann doch wieder ein Grinsen ins Gesicht. Ich stell die beiden mal kurz vor. Ich fange mit dem 16er an. Der kommt in einer relativ schmalen Flasche und schmalen Karton daher. Super schwer, die Flasche. Also schon, ich habe davon einen 12-Jähriger, der ist schon leer. Selbe Flasche, da denkt man, wenn man die leere Flasche in der Hand hat, dass man eine volle trägt. Mordlach, das Besondere, 2,81-mal destilliert. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Deshalb gehe ich da jetzt nicht so sehr weiter drauf ein. Aber die haben eben hier für die Game of Thrones Serie da eben eine ja, pseudomäßige Verbindung gesponnen zu den dreiköpfigen Raben. Ihr wisst, wer die ersten Game of Thrones Verkostungsvideos von mir gesehen hat. Ich bin da jetzt nicht so der Held drin, aber meine Frau hat die alle gesehen. Sie hat es mir versucht ein bisschen zu erklären. Ich lasse das heute mal lieber, weil da kommt, glaube ich, nur Schmuh bei raus. Auf jeden Fall ist dieser dreiköpfige Rabe einzigartig. Und in einer Pressemitteilung von Diageo habe ich das eben auch gelesen. Dadurch, dass eben Mordlach diese 2,81-mal, so war es doch, ja, destilliert, sind die ja auch einmalig. Außerdem stand da noch so ein Schmuh von wegen, die Mordlach-Brennerei ist eben an einem Ort, an der schon mal eine Schlacht stattgefunden hat. ohne sarkastisch klingen zu wollen, ich glaube, da gibt es in Europa leider Gottes viele, viele Orte. Ja, und klar, bei Game of Thrones gab es am Ende natürlich auch ein großes Gemetzel. Und so wurde das jetzt zusammengesponnen. Was ein bisschen traurig ist, finde ich, wenn ich die jetzt als Whisky-Nerd in der Hand halte, das ist die 0815 Standard-Bottle, ne? So wie jeder Talisker, Karl Ila oder selbst jeder unabhängige Abfüller seine Whiskys preisgünstig abfüllt. Funktioniert immer, habe ich generell nichts dran auszusetzen, aber wenn man das Ding jetzt hier so reißerisch und marketingmäßig vertreibt, hätten sie sich doch eine etwas schönere Flasche aussuchen können. Ich weiß, die anderen sind da drin auch alle abgefüllt aus der Game of Thrones Serie. Ich habe es da, glaube ich, nur nie erwähnt. So, ja, 15 Jahre. Was mir an dem dann doch ein bisschen so als Nerd gefällt, sind die 46 Volumenprozente. Mordlach hat da ja auch immer so ein Kauderwelsch. Ich habe hier 43,4. Ja. Gibt es vielleicht irgend so eine verdrehte Logik? Habe ich jetzt gerade nicht parat. Ich glaube, der 12er, der hatte auch sowas Krummes. Aber ich glaube noch nicht mal, dass der diese Stärke hatte. Der hatte auch irgendwie sowas Verdrehtes. Er hier ist mit Farbstoff Zuckercouleur. Genau, der 16er in dem Sinne auch. Alle Quellen, die ich im Internet finde, Whisky Base, große Whiskyhändler geben den als gefärbt aus. Auf dem Ding steht aber Travel Retail. Auf meiner Flasche, auch wenn ich sie ganz normal im deutschen Handel bestellt habe, trägt komischerweise keine Angabe. Ne? Das mal so kurz nebenbei. dabei weiß ich gar nicht, warum die färben. Ich will jetzt nicht wieder mit der alten Leier anfangen. Ich weiß, man kann es ja auch nicht immer hören. Nur er hier ist 100% Sherryfass. Also 100% Sherryfass nach 16 Jahren. Das muss ja keine dunkle Suppe sein, aber gut.
Wenn ich wirklich die Farbe anpassen will zwischen den einzelnen Batches, okay. Aber dann diese Abfüllung, die angeblich so extrem selten ist, so stand es bei Whisky Experts und die hatten es auch in Ausrufezeichen gesetzt, sehr wahrscheinlich auch aus der Pressemitteilung, frage ich mich dann, warum? Da gibt's keine unterschiedlichen Batches über Jahre. Die füllen einmal das Ding ab, denke ich mal, und dann ist der Drops gelutscht. Und selbst der hat, wie gesagt, eine Färbung und der lag in frischen Sherryfässern und hat dann ein Finish in Ex-Bourbon-Fässer erhalten. Also ein frisches Sherryfass gibt eigentlich genug Farbe ab und dann ist das Ding 15 Jahre alt. Also komisches Geschmäckle. Okay, habe ich mich jetzt genug ausgelassen? Der 16er hier vorne, ich werde es jetzt beide einfach mal riechen. Ich weiß noch nicht, wie ich anfange. Mortlach hat da auch so eine ganz komische Geschichte hinter sich bezüglich ihrer Abfüllung. Bis vor ein paar Jahren hatten die gar nichts oder auf jeden Fall nichts Kontinuierliches. Und dann kam eine Serie, das waren halbe Liter und war sündhaft teuer. Also Diageo wollte Mortlach wohl zu einem ganz exklusiven, zu einer ganz exklusiven Brennerei und ganz exklusiven Malt vermarkten. Hat zum Glück nicht geklappt. Diese 0,5er Dinger sind eingestampft. Man findet sie jetzt noch in Shops, weil sie keiner haben will. Und dann brachte man diese Optik hier raus. Wer jetzt aber denkt, dass die günstig sind, also sie sind preiswerter geworden, aber das ist relativ. Diese Flasche, der 16er, kostet 70 Euro. Ja, man findet ihn vielleicht irgendwo noch ein bisschen günstiger. Aber für, Entschuldigung, habe ich jetzt 15er gesagt? Dieser 16er, wie gesagt, 70 Euro. Trotzdem finde ich einfach zu teuer. Wenn ich einen Glendronach 15, der jetzt so allmählich ja doch wieder gut verfügbar ist, für 55 Euro bekomme. Da habe ich nämlich eben einmal nachgeguckt. Nichtsdestotrotz ist die Abfüllung günstig im Vergleich zu dem ganzen Klimbim hier von der Game of Thrones Abfüllung. Die kostet, günstigster Shop, 115 Euro, im Schnitt 120 Euro. Ja, da zahlt man wirklich dafür, dass man die sich als Sammler hinstellen kann. Ist ja in Ordnung, jeder hat so seine Bedürfnisse und die muss man ja befriedigen. Für mich als Whisky-Fan wird es jetzt natürlich sehr, sehr spannend, weil ich jetzt allein ja auf den Geschmack gehe. Ja, ich nehme eine Nase, weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Frische Sherryfässer, gefinished in Ex-Bourbon. Bin ich gespannt, was bei rauskommt. Hier 100% Sherry, weiß ich so in etwa, was bei rauskommt. Aber da der 16er weniger Alkohol hat, habe ich ihn mir erstmal nach vorne gestellt. Gucken wir mal. Ich blende euch kein Foto zur Farbe ein, da sie ja gefärbt sind. Das, was ich erwartet habe. Ja, eine schöne, schwere Sherry-Nase, ja. Riecht ganz gut. Muss ich nochmal unterbrechen. Es gab schon mal einen 16-jährigen Mortlach, nur fürs Protokoll. Den habe ich aber auch nie probiert. Der ist auch so ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Aus der Flora und Fauna-Serie, die es da von Diageo gibt. Und der war wohl super. Ganz einfach gesagt. Sprich, jetzt immer, wenn sie einen neuen 16er rausbringen, trägt der da so eine Hürde mit, ne? Und da ich den alten 16er nicht kenne, kann ich jetzt hier ganz offen den hier bewerten und muss den Kopf nicht immer mit seinem Vorgänger vergleichen. Schwerer Sherry, viel süße Karamell. Und irgendwie ist das Malz? Er hat etwas da drin mit diesem Karamell, was mich so ein bisschen an Malz erinnert. Und Würze schon dahinter. Also, ja, erstmal annehmbar. Also, wenn mir den jetzt einer einschenkt oder ich beim Blind-Tasting habe,
Jo, gibt Schlimmeres, ne? Gefärbt ist dieser heller. Sag ich mal so blöd. Also, sie haben nicht beide die gleiche Färbung. Ich hatte letztens ja ein paar Ben Bracken Abfüllungen von Lidl probiert. Und die hatte ich alle auch mal zusammen nebeneinander stehen im Glas. Alle ein und die gleiche Farbe, hatten ein und die gleiche Farbe. Das haben die beiden hier nicht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Erst befüllte Sherryfässer und dann. Habe ich Zitrusnoten, Vanille, Süße, Kräuter? Ja, ein bisschen. Dahinter wird es etwas schwerer. Orange, leichtes Holz. Der ist vielschichtiger. So auf dem oder ist eben überraschender. Mache ich ihn jetzt. Könnte mir fast vorstellen, dass der hier ein bisschen leichter von der ganzen Geschichte ist, obwohl ich es jetzt nicht so ganz, ja, was heißt verstehe. Diese Angabe, erst befüllte Sherry oder frische Sherryfässer, das irritiert mich so ein bisschen. Und dann finisht man die nochmal in Ex-Bourbon. Ist jetzt ja nicht so die traditionelle Art, einen Whisky zu finishen. Ne? Passiert eher umgekehrt von den Fässern, die angegeben sind. Ich mache so, wie ich es aufgestellt habe, vom geringeren Alkohol zum höheren gehe ich jetzt. Leicht nussig und sowas Verwobenes mit diesem Karamell. Ich habe keine richtige Sherryfrucht, die ich jetzt so benennen kann. Ja, schwarze Beeren, dunkle Beeren, rote Beeren kann man es nennen. Leicht säuerlich, da kommt wieder auch gerade der Gedanke so an Orange wieder hoch. Leicht nussig. Ich glaube, den kann man auch öfter trinken. Ist gar nicht. Also ich hatte weniger erwartet. Den 12er, den ich schon mal bei meinen Whisky-Quickies hatte, ja, war irgendwie jetzt nicht im Gedächtnis groß oder war jetzt nicht so dolle, dass ich den im Gedächtnis behalten habe. Aber der hier gefällt bis jetzt. Ich nehme ihn mal. Pfeffrig, viel Holz, schöne Textur im Mund, leicht wachsig. Ja, meine Orange mit roten Beeren passt ganz gut. Die kreuzen sich irgendwie mit so ein bisschen Weihnachten. Ja, Weihnachten ist fast schon zu viel, so ein bisschen Nelke. Ist aber alles im Rahmen. Gleich mal einen zweiten Schluck nehmen. Die Eiche hatte jetzt hier beim ersten Mal doch ganz schnell die Oberhand gewonnen. Er hat so einen ganz leichten Tick altes Leder drin. Aber nur so ganz leicht. Jetzt, wo ich ihn im Rachen habe, nehme ich es erst in der Nase richtig wahr. Nehmen jetzt noch einmal.
Jetzt ein bisschen schokoladig. Holz jetzt schon ruhiger, aber es ist kräftig. Also der ist wirklich komplett Sherry-Fass, sehr wahrscheinlich europäisch. Also schöne Note. Wie gesagt, jetzt ich kenne den alten, diese alte Flora und Fauna-Abfüllung nicht. Aber danach sollte man nicht immer gehen. Ich bin jetzt nicht total vom Hocker, aber grundsolide, so würde ich es nennen. Da er vom Preis so teuer ist, verstehe ich auch, warum der ja nicht großartig auffällt. Warum es da nicht viele gibt. Mensch, den musst du trinken. Wenn du den nicht probierst, dann verpasst du was. Ja. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite eben, man kauft ihn nicht, weil er eben günstig ist. Machen viele Whisky-Freunde wirklich bei diversen Abfüllungen, ne? Weil man sich eben irgendwo arrangiert. Aber bei dem kann man das vom Preis her nicht machen. Ich weiß ja auch nicht, wie Diageo jetzt diese Abfüllung verkauft. Also von Absatzmengen, ob sich das lohnt. Ein bisschen würde ich mich ja freuen, wenn es nochmal eine Neuauflage gibt. Weil der 12er, den fand ich irgendwie so, also hier Nase, ja, ist so grundsolide, aber die müssen vom Preis weiter runter. Das funktioniert so nicht. Und deshalb hoffe ich, ich muss es so hart sagen, dass sie hoffentlich nicht viel verkaufen, dass sie das bemerken, dass sie das nicht durchkriegen. Weil viele, also es ist, ich finde, die sind immer noch zu teuer im Vergleich zu ihren ganzen anderen Abfüllungen aus der Classic Malt of Scotland Serie, ne? Aber gut, wenn man meint, man muss einen so ein Premium Malt dabei haben, dann ist es am Ende, denke ich mal, ganz gut, wenn einem genau diese Brennerei nicht so gut schmeckt, weil sonst wird es teuer. Vielleicht haben sie Mordlach deshalb auch hier zum Schluss ausgewählt, um dem Ganzen nochmal so einen kleinen Push zu geben, sozusagen als die besondere Abfüllung aus der Game of Thrones Serie. Ja, in erster Linie ist das ja eine Sammlerserie, aber als Sammler, der noch Whisky mag, würde ich ja sagen, Talisker, der Lagavulin letzten Endes auch und der Kleinisch. Dieser Royal Loch Nagar hat mir ganz gut geschmeckt, aber letzten Endes soll da ja, ich sag soll, weil ich es nicht vergleichen kann, da die Standard 12er Abfüllung drin sein, also macht es keinen Sinn. Es sei denn, wie gesagt, man spekuliert oder man will es wegen der Verpackung haben. Wie gesagt, Talisker, Lagavulin, Kleinisch, das wären so die Brennereien, wo ich sage, na, der Talisker hat mir jetzt nicht so sehr geschmeckt. Aber von Talisker, ja, oder letzten Endes Lagavulin und der Kleinisch, die würde ich mir, wenn ich unbedingt meine, ich müsste jetzt was davon kaufen, nehmen. Von Kleinisch gibt es nicht viel Offizielles und das ist eine Fassstärke, zwar ohne Alter. Und umgekehrt, ein Lagavulin gibt es auch nicht viel und ich habe sogar eine Altersangabe drauf, auch wenn sie gering ist. Der riecht wirklich nach Honig, nach Sommer, nach schweren Früchten, die aber nicht so sehr im Bereich Sherry sind. Also da bin ich auch eher bei einer Aprikose, beim Pfirsich. Irgendwie so ein Birnenkompott mit ein bisschen Alkohol drin. Kräuter. Ich kann sie nicht genauer beschreiben. Vanille und Karamell. Schöne Klasse oder Aromen, die an klassische Scotch-Aromen, Butterscotch-Aromen erinnern. Vielleicht auch genommen, falls doch mal einer der Sammler das Ding aufmacht, damit sie wirklich ein traditionellen Whisky-Geschmack kriegen. Sag ich's mal so hart. Aber ist gut. Und im Hintergrund merkt man eben, dass da Eiche ist. 15 Jahre ist ja schon was. Und wenn der zwei Fässer gesehen hat, die 46 Volumenprozente merke ich in der Nase nicht im Vergleich zu diesen 43 irgendwas, ne? Ist auch egal. Ich nehme ihn mal.
Und schön. Aber das Holz ist schneller weg. Der Abgang ist schneller weg. Vielleicht waren das schon Sherryfässer aus amerikanischer Eiche. Aber letzten Endes ist es egal. Auf jeden Fall, die Eichenwürze ist kürzer, nicht so stark, schneller weg. Dafür habe ich ein schönes Spiel aus Honig, bisschen Holz, Kräuter, Vanille-Karamell mit, wie gesagt, so Fruchtaromen. Also er hat Zitrusaromen drin. Die hatte ich jetzt aber gar nicht so sehr, mehr eben in der Nase so stark. Aber das würde ich nicht als Orange auslegen. Da bin ich doch, ja, oder so eine säuerliche Orange. So eine Pampelmuse oder so. Unerwartet, überraschend. Im Blind Tasting würde ich auf ein sehr gut gereiftes Hogshead tippen. Der hat was. Ja, ich glaube gar nicht, dass das alles amerikanische Eiche ist. Es ist eine Würze da, aber die ist beim 16er eben einfach intensiver. Für sich allein reicht die für den Malt. Dann geht es auch leicht Richtung Schokolade, Milchkaffee, Würze mit dabei und diese Grundsüße. Er ist generell im Mund recht, kribbelig ist falsch gesagt. Er ist nicht so ruhig und der 16er ist fast so ein bisschen ölig. Vielleicht macht das der geringere Alkoholgehalt. Ich spüle jetzt mal nicht. Nehmen den 16er nochmal. Und da merkt man dann sofort, dass man Sherry-Einfluss hat, ne? Und das merke ich bei dem, Entschuldigung, ich merke es nicht. Also wenn das wirklich frische Sherry-Fässer sind. Auf der Dose habe ich es in dem Fall gar nicht gelesen. Wie gesagt, es war in dieser Pressemitteilung, die auf Whisky Experts verlinkt war oder auch mit abgedruckt war. Nein, also jetzt beim Überfliegen. Ihr könnt mich gern verbessern. Ihr habt ja dann mehr Zeit beim Gucken und könnt Pause machen. Beim Drüberfliegen habe ich es jetzt auch nicht gefunden. Also es stand da, frische Sherryfässer. Er hat dieses ölige, leicht wachsige, stumpfe, leichter Staub. Nein, ja, so, wie gesagt, alter Ledersessel, bisschen Politur. Kommt dann doch jetzt viel deutlicher heraus. Aber generell für sich alleine, finde ich, ist das ein bisschen zu schwach. Also ich würde, auch ein oft genannter Vergleich, wenn ich hier was teste von euch, 18er Allardyce von Glendronach. Kriege ich sehr wahrscheinlich immer noch fürs gleiche Geld oder wenig mehr. Den würde ich ihm hier auf jeden Fall vorziehen. Aber wir wollen ja auch mal links und rechts gucken. Wie gesagt, er ist vom Preis her einfach zu teuer. Wenn er günstiger wäre, könnte man sich mit Mordlach ja mal beschäftigen. Aber so, für mich persönlich sehe ich da jetzt keinen Grund. Es sei denn von unabhängigen Abfüllern. Ne? Das ist dann nochmal was anderes. Gordon MacPhail hat da viel. Da hatte ich auch schon, glaube ich, den 15er. Ja. Da würde ich mich auf jeden Fall noch weiter umgucken. Also nicht falsch verstehen. Einmal nehmen wir den noch.
Ich finde den ganz witzig. Der ist natürlich viel zu teuer zum Trinken. Aber ich muss zugeben, sie haben etwas ganz anderes geschaffen. Ich dachte als erstes eben, dass der sehr auch in die Sherry-Richtung geht. Hab mir dann aber schon gedacht, mit diesem ungewöhnlichen Finish, da muss ja mehr kommen. Und das funktioniert für sich. Sollte man mal ohne Game of Thrones machen und viel Tam-Tam, dass es günstiger vom Preis wird für uns Genießer, kann man mal probieren. Ja, sonst soll ich jetzt noch zu Game of Thrones sagen. Sammler kaufen sich das Ding. Leute, die gerne Whisky trinken, sollten sich's nicht kaufen, weil es in dem Sinne überteuert ist. So. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.